Nur einmal hätte ich nichts dagegen, mit diesen Idioten einfach wegzurennen. Wo bleibt denn der Spaß? Irgendeine Idee, wo wir Peck und Elissa finden? Ich vermute, wir brauchen hier oben den Supersperrer. Keine Ahnung, wie mächtig Peck geworden ist. Das bedeutet, wir müssen das Ecto 1 nehmen. Ich fahre. Vielleicht sollte der Azubi fahren. Nee. Danke, Winston. Ideen? Ja. Der Junior ist ziemlich auf Zack. Sogar mit dem 50 Kilos Protonenbeschleuniger. Au! Das war ein Au. Da. Geh auf die andere Seite und mach dieses Tor für uns auf. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den Ghostbusters. Das hier ist mittlerweile mein dritter Aufnahmeversuch. Ich bin leicht genervt. Da baut sich ein irres Sturmsystem über dem Turm auf. Oh. Wisst ihr noch, wo das letzte Mal so eine atmosphärische Störung war? Oh ja, bei Dana Barretts Gebäude in der Nacht, als sie zum Hund wurde. Oh. Sorry. Das kannte ich jetzt bereits. Wie gesagt, ist mein dritter Aufnahmeversuch. Beim ersten Mal hat mein Aufnahmegerät nicht mitgespielt. Was auch immer da drin ist, ich möchte es nicht wissen. Und verstehe nicht. Wir haben das Mandal Alarm gelegt. Wieso kann das noch passieren? Im Gosa-Kodex steht, dass ein Blutopfer und eine riesige Menge spiritueller Energie benötigt werden, um die überlegene Vernichterform zu generieren. Noch eine Vernichterform? Beck konnte dem Mandala wohl nicht genügend Energie entziehen, bevor wir es lahmlegten. Unsere Sperreinrichtung ist seine alternative Energiequelle. Die Energie der entkommenen Geister könnte ausreichen, um selbst ein dimensionsübergreifendes Ereignis auszulösen. Ja, und da Elissa hier ist, sind ihre Shandoranen bestimmt auch nicht weit weg. Ist er jetzt fertig? Kann ich jetzt weiterreden? Und beim zweiten Mal hat mich meine Katze massiv abgelenkt. Das konnte ich so nicht lassen. Weil das auch nicht schön für euch gewesen wäre. Ehrlich nicht. Mehr sage ich dazu nicht. So. Dann machen wir mal. Ja, so ist das, ne? Läuft nicht immer alles so, wie man es will. So ist das Leben. Naja. Das metzeln wir mal eben hier nieder, na komm, geh weg. Erdbeben, klasse. Kommen da noch Plagen, Pest und Tod hinterher? Ich wette drauf. Wer weiß, wer weiß. Wir sind auf alles gefasst. Na komm. Beeil dich mal, Tiger. Wir wollen hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Pff, als wenn ich Spaß hätte, hier rumzulaufen, ey. Ihr steht wenigstens da draußen. Oh.
Vor allem erzählt mir irgendwas von Erdbeben, weißt du, ich renne hier unten rum und nörgelt dann auch noch rum. Sowas habe ich gern. Hey, ist ja bist gut. Du okay? Wie läuft's mit dem Tor? Ja, läuft. Fast schon. Muss mal gucken. Ich gehe mit dem Zubi. Niemand sollte hier allein herumlaufen. Wir treffen euch dann weiter hinten, Jungs. Endlich mal eine vernünftige Idee. So, komm. Wir gehen. Oh, sorry, mein Auge tränt gerade. Warte mal. Nicht glücklich darüber, dass wir hier sind. Nö, das kann ich mir wohl sehr gut vorstellen. Also ich glaube, hier bin ich das letzte Mal stehen geblieben. Alter Schwede. Lass mich erstmal umgucken. Hauen wir die erstmal weg. Muss ich die weghauen? Ach ne, komme ich auch so durch. Dann lassen wir das. Müssen ja nicht unnütz Grabschändungen hier betreiben. Aha. Okay. Ach nö. Ehrlich nicht. Du hast sie auch gesehen, oder? Die halten sich für geschickt. Los, verteilen und flankieren. Geh weg! Autsch! Und wo kam der? Die sagen immer links und dann ist da gar nichts. Ich fall jedes Mal drauf rein. Ah! Da läuft noch ein Grabstein. Autsch. Autsch. Nimm es auseinander! Ja, warte doch. Aua. Sind das viele? Oh, das ist aber blöd, wenn ich hier die ganze Zeit umzwitschen muss. Was hab ich hier? Nein. Knapp an hier vorbei. Da rechts. Was du nicht sagst. Ah! Lass da reinholen! Ja, sehr gut. Sieh nach hinten! Na, komm! Ah! Das ist nicht im Falle sehr schön. Augen nach oben! Nee, jetzt erstmal Augen hier hin. Ich hab nur zwei, die können nicht überall sein. Ja, ich weiß. Wo ist er hin? Ach da. Er geht voll ab. Gar nichts.
Oh, sehr schön. So. Und ne? Hier lang? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das war jetzt auch für mich wieder blind. Und da das jetzt wieder blind ist, werde ich wahrscheinlich hier rumirren wie eine Bekloppte. Okay, hier geht's nicht weiter. Geht's auch nicht weiter. Wir finden schon einen Weg. Irgendwo geht's immer weiter. Das sieht auch gut aus. Ach, juckt. Sorry. Ray, geh mal. Geh doch mal. Was machst du denn? Okay, nein, bringt nichts. Keine Ahnung, vielleicht wenn wir hier rumgehen. Gehen wir doch hier lang. Was auch immer das gerade eben war. Was, kabumm? Mann, jetzt kriegst du's aber dicke. Was wär ich? Was ist das? Oh! So viel dazu. Autsch! Den solltest du verbuchen. Ja, ja. Mach ich. Nee. Da, links von dir! Mehr als ich erwartet hatte! Nein! Ach, ich hasse die Dinger, echt. Bin ich um. Deckung suchen! Deckung suchen! Geh mir nicht auf die Nerven! Oh Gott! Ja, wenn du da im Weg stehst, dann kann ich das auch nicht ändern. Pass auf, okay? Der hat mich erwischt. Ah, fuck, Mann. Ich geh drauf. Ach, da ist das. Da rechts. Nee, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ich muss die ganze Zeit dazwischen quatschen muss, ne? Wo ist er hin? Mir geht's nicht gut. Nein, 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 ich will nicht. Spielzeit. Na, oh, fuck. Hey, aufpassen. Über dir. Deckung suchen. Wem hast du es besorgt? Alter Schwede! Hartnäckiges Biest! Oh, fackel mich ab! Das war das Pittsburgh-Spiel! Augen nach oben! Nein! Komm schon! Gute Arbeit! Ja, noch mehr. Ah!
Ja, ich möchte... Nein! Fuck. Sie hängt da noch. Nicht schlecht. Weißt du was? Das ist mir echt zu blöd. Machen wir das doch so, bevor ich mich da quäle, sie zur anderen Falle hinzuschleppen. Ah! Versuch es nochmal. Du hast ihn angeschlagen. Schnell. Na komm schon. Im Kasten. Pass auf. Pass auf. Wieso? Noch mehr? Sag doch nicht sowas. Autsch! Da kommt tatsächlich noch mehr. Ah, fuck. Wo ist er jetzt hin? Putsch. Leute. Mitten ins Wespennest, Kumpel. Ah! Hast du wehgetan? Ist natürlich... Ah! Tragisch. Ah! Wie auch mal schreit. Was sind denn das hier für Gänge? Krabbel in ein Loch! Ich folge dir einfach. Was hältst du denn davon? Suche einen Weg durch alles die... Alles klar, Youngster. Deine Show. Na, super. Das kann ja was werden. Meine Show. Aha. Mira überfordert. Was gibt's hier? Nichts. Sehr schön. Die Überforderung hat sich erledigt. Ah, wobei sind wir denn jetzt? Ein bisschen können wir noch. Ach du Heilige. Hey, der will mich ärgern. Guckt euch das mal an. Nett, nett. Muss ich da lang? Ich guck erst mal. Ach, hier auch. Das sieht nicht gut aus. Och nö. Finde den Schlüssel um die Kryptentür zu. Okay. Ich muss ja auch noch einen Schlüssel finden. Damit ist. Oh! Da rechts! Ist wahrscheinlich dieser Schädel gemeint, ne? Ach, Leute. Sieh nach hinten. Wo auch immer ich hingucken soll. Echt, manchmal irritiert das hier total, dieses Zwischengequatsche. Hab ich, glaube ich, schon mal gesagt. Schon des Öfteren. Finde den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Ah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Nein, lass mich in Ruhe. Was machst du denn? Geh weg. Da rechts. Ja, der flippt mal ab. Okay, alles gut. Wo ist er denn? Ist schon hinüber. Wunderbar, hast du gut gemacht, Ray. Ah, schön. Schön, schön. Rechts, links. Keine Ahnung. Ach, Manno. Nein, das will ich doch gar nicht. Ha, langsam, Beißer. Gib dem Rest von uns auch eine Chance. Da ist der Schlüssel. Das schwere Ding da können wir nicht tragen. Bring es zum Tor, damit wir weiterkommen. Okay. Das war der falsche Knopf. Bring es zum Tor, damit wir weiterkommen. Ach nee, komm. Gib mir.
bin noch in deinem Team. Ray, halt die Klappe. Ich bin heute echt schon genervt genug und steh mir nicht im Weg rum. Hölle ist das? Au! So bei mir rumheulen, ne? Oh. Weißt du eigentlich, wie viel Mühe ich mir gemacht habe, bis ich das Ding dahin geschleppt habe? Und du? Ha? Was auch immer du bist? Ich komm nicht weiter, ich häng. Yo! Oh. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Scheiße, jetzt soll ich mich mal in eine Ecke drängen lassen. Das ist nicht gut. Mal hier durch. Ah! Genau. Pass auf, okay? Hättest du mir das nicht früher sagen können? Da rechts! Gut. Wunderbar. Aber ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal den Part und die Tür öffnen wir dann im nächsten. Ich danke fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal.